Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar, es ist jetzt soweit. Wir haben, wie könnte es unschwer sein, wieder einen Themenhaul. Und diesmal aber, meine Lieben, haben wir Hosen. Yes, my friends, die Hosen sind dran. Und ich habe mir gedacht, ich sag's euch ganz ehrlich, meine Lieben, ich hasse es, Hosen zu kaufen. Das ist so einer der schlimmsten Dinge, die man mir antun kann. Das finde ich nicht lustig. Ich finde es mühsam. Meistens entweder die Länge oder mein Arsch ist zu breit. Ich hasse es. Ich hasse es einfach, Hosen. Hosen finde ich, es macht überhaupt keinen Spaß. Meistens sind sie teuer. Das ist natürlich der Vorteil an Temu. Teuer ist es nicht. Ich würde sagen, wir präsentieren einfach. Ich habe die erste Hose natürlich schon an. Das heißt, hier haben wir, ich glaube, ich muss mich ein bisschen runtergeben, weil sonst seht ihr die Länge nicht so gut. Ihr seht zwar wunderschön meinen Kopf, aber ich glaube, ich werde euch ein bisschen nach hinten geben. Das ist zumindest die erste Hose. Wir haben hier so ein, weiß ich nicht, so ein Teil in Beige auf jeden Fall. Ich finde sie grundsätzlich recht angenehm, auch tragbar für Business und so. Also ich finde die richtig cool. Ich werde euch noch mal ein bisschen nach hinten geben. So, ich hoffe, man sieht das jetzt gut. Ich habe keine Schuhe an, aber ich hoffe, man sieht es gut. Die Länge passt perfekt. Ja, ich bin eigentlich mit der bin ich zufrieden. Also, yes. Und ich habe in den Hosen habe ich über Medium genommen, weil ich sehr, sehr breite Hüften habe und auch fat ass, as you know, my sweet people. Und ich würde sagen, machen wir gleich die nächste Hose. So, my people, die nächste Hose ist schon da. Und hier, das ist genau dasselbe, ganz spannend, das ist genau dasselbe wie bei Kaya. Kaya sage ich schon, oh Gott, meine Lieben. Und zwar bei Amore, Entschuldigung, du weißt, dass das dieselbe Marke ist von Bianca Ingrosso. Und zwar, dass wir hier diese Baggy, den Baggy-Schnitt beim Bauch haben. Beim Bauch, was eh schon so eine Problemzone ist. Und dann kommen da noch diese Teile. Das verstehe ich nicht. Es sieht nicht sehr flattering aus, finde ich jetzt persönlich. Vielleicht soll es halt so sein, dass... Ja, ich weiß nicht, ich finde das nicht so schön. Was sagt ihr dazu? Ich meine, ich werde die auf jeden Fall behalten, weil sie passt gut. Sie ist sehr, sehr angenehm. Also ich muss sagen, so ist sie super. Länge ist auch toll. Also ich glaube... Ich hoffe, ihr seht die Länge. Die Länge ist auch toll. Also grundsätzlich ist das auch eine schöne Hose. Ich habe auch das Gefühl, ich habe viel Platz. Also ich habe wirklich viel Platz hier auch. Also ja, das ist eine schöne Hose. Nur das da gefällt mir nicht. Aber wenn man das zum Beispiel mit so einer Bluse drüber hat, dann sieht es ja auch keiner. Und dann finde ich es jetzt eigentlich nicht so schlimm. Also so finde ich es eigentlich recht gut. Was sagt ihr, meine Süßen? Aber ich würde sagen, let's do the next one. Meine Lieben, eine richtig süße Sommerhose. Das Einzige, was ich nicht so mag, ist, dass sie ein bisschen kurz ist. Ich hoffe, ihr seht das. Also der Schnitt hier geht sehr, sehr, sehr kurz. Also sie geht nicht sehr, sehr lang runter. Das heißt eher, das mag ich persönlich nicht so. Ich bin auch nicht so der Fan. Aber mit Sneakern kann es vielleicht cool aussehen im Sommer. Aber das ist definitiv eher meine Sommerhose. So finde ich sie eigentlich recht nicht schlecht. Sie hat dann eben dieses Geraffelte da und dann haben wir hier so ein, das war eben dabei, also es ist jetzt kein wirklicher Gürtel, aber halt so ein Band, was dann wie so ein Gürtelelement aussieht. Und ich finde sie jetzt persönlich, sie passt eigentlich recht gut, sie ist sehr, sehr flexibel, ich kann hier runtergehen. Also, ja. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Es ist aber für mich definitiv eine Sommerhose. Also die würde ich jetzt nicht im Winter tragen, weil sie einfach so hoch oben, also so weit oben endet. Aber wir haben ja noch ein paar. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine weiße und dann gehen wir in die Black Category. My people, die ist super. Ich meine, sie ist ein bisschen groß hier hinten, aber nicht perfekt hier. Sie ist schön so. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist der Vorteil, dadurch, ich bin ja, also die Chinesen sind ja oft nicht sehr, sehr groß und ich bin jetzt auch nicht ein Riese, also ich bin 1,67 und die schneiden für mich sehr gut. Also hier schließt sie genau unten ab und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. I like them a lot. I think they're very, very pretty. Ich mag eben, wenn das dann so weit unten... Wenn das so weit unten dingst, finde ich sehr, sehr cute. Die sind super.
richtig, richtig cool. Mag ich richtig, richtig gern. Finde ich richtig cool. Daumen hoch, definitiv. Okay, meine Lieben. Nun ist es soweit. Wir gehen in die dunkle Kategorie. Und ich bin gespannt. Bis jetzt muss ich sagen, sie passen super. Sie sind wirklich angenehm. Also bis jetzt gefallen sie mir sehr, sehr gut. Und ich bin echt froh, weil ich habe jetzt schon echt Hosen gebraucht. Also das ist gerade echt super, super duper. Hier haben wir wieder einen Fall von zu kurz. Ich würde jetzt fast schon zu kurz einstufen. Ich weiß nicht. Also wenn das dann halt hier oben so... Die ist so ein... Sie ist grundsätzlich wirklich nicht schlecht, aber ich muss sagen, ich mag das halt nicht so, wenn die so weit oben enden. Ich bin dann anscheinend doch, für gewisse Schneider bin ich anscheinend zu groß und für manche bin ich perfekt. Weil die, ja, das finde ich blöd. Ja, im Sommer geht es ja noch mit Sneakern, aber bin jetzt nicht der Riesenfan davon, muss ich ehrlich sagen. Ich mag es gerne, wenn ich meine Hosen bis unten fertig sind, nicht noch so halb. Das mag ich nicht so. Aber gut, wir haben noch, ich glaube, wir haben noch 3 oder 4 Hosen. Ich glaube, 4 Hosen noch. Also, let's go. Meine Lieben, die sind ja mal interessant. Ich glaube, da habe ich mir, die waren ein Bild schöner. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Here it is. Und zwar, das hat so diese Knöpfe und dann dieses Gerillte hier vorne. Und das ist so ein, ich würde das so ein, das ist ein Leggings. Das ist ein Leggings-Material. Also das hat nicht viel mit einer Hose zu tun. Sitzt, glaube ich, nicht so schlecht, aber ich weiß nicht. Da fühle ich mich sehr, sehr Pyjama-mäßig, muss ich sagen, in dieser Hose drin. Ja, zu der weiß ich noch nicht. Und das sieht halt, finde ich jetzt auch nicht so schön. Ich weiß nicht, was ihr sagt, aber ja, das ist jetzt nicht so unbedingt meins. Aber vielleicht werde ich sie noch in 4 Wochen werde ich sie lieben, man weiß es ja nicht. Aber ich würde sagen, wir haben noch 3 Hosen, sind noch. Und die sind jetzt, glaube ich, alle schwarz. Aber vielleicht rede ich auch Blödsinn. Ich gucke jetzt mal. Meine Lieben, die nächste Hose, wo ich wirklich nicht weiß, was ich sagen soll, das ist so ein richtiges, ich würde es fast so ein Zeltmaterial, würde ich das nennen. Und hier haben wir halt so wieder so ein Ding. Und hier so sieht die Hose halt von vorne aus. Die Länge ist auch nicht schlecht. Hier haben wir sie von hinten. Ich finde sie auch wirklich nicht schlecht. Hier haben wir dann nochmal die Länge. Also die Länge ist gut. Aber ich weiß nicht, was ich... Also dieses Material ist halt wirklich so Zelt. Das weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja. Also ich würde sagen, es sind nicht alle ein Hit. Ich werde die, glaube ich, vielleicht schon noch benutzen, aber die ist ein bisschen komisch. Ich habe noch nie so eine Hose gehabt, die wie so ein Zelt ist. Ja. Man könnte sich natürlich auch die Materialien durchlesen, bevor man die Sachen kauft. Habe ich nicht getan, ich gebe es zu. Aber ja, sie ist interessant. Lasst es mich gerne wissen. Aber wir haben jetzt noch 2 und schauen wir uns die an. Okay, meine Lieben, die finde ich jetzt persönlich nicht so schlecht. Und zwar, wir haben ja auch einen Gürtel mitbekommen. Der ist jetzt natürlich noch sehr, sehr steif aus der Packung. Das heißt, der ist noch nicht wirklich, der hat noch nicht seine Form und braucht ein bisschen, bis er sozusagen angepasst ist. Das ist auch wieder so ein bisschen mehr billigere Stoffmaterial, nenne ich es jetzt mal. Aber sie sind sehr, sehr angenehm. Das sind sehr, sehr stretchy Pants. Also das ist sehr, sehr positiv. Die Länge passt auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und grundsätzlich gefallen mir die gut. Die sind definitiv einen Daumen hoch. Die werde ich definitiv auch viel tragen. Und okay, meine Lieben, wir haben jetzt noch ein paar Hosen. Gucken wir uns die an und dann machen wir einen Recap. Oh my people, die letzte Hose und was sagen wir, ich finde die super. Die ist auch, fühlt sich recht hochwertig an, muss ich sagen. Der Schnitt ist schön, ich finde die eine richtig schöne Businesshose. Länge perfekt, Länge Daumen hoch. Also ich muss sagen, wirklich, wirklich schöne Hose. So, jetzt komme ich, meine Lieben, komme ich ein bisschen näher zu euch und zwar...
Recap, was sagen wir zu Hosen von Temu? Ich muss sagen, Daumen hoch. Definitiv. Ich finde, grundsätzlich sind es wirklich auch praktische und schöne Hosen. Halt, stopp, meine Lieben. Ich habe eine Hose vergessen. Es tut mir ganz, ganz leid. Und zwar, wir haben noch eine schwarze Hose. Sie ist untergegangen unter den schwarzen Hosen. Aber die sollte nicht untergehen, weil das ist eine wirklich, wirklich schöne Hose. Länge wieder perfekt. Ist so auch so ein Business-Material. Halt ein billiges Business-Material, würde ich das jetzt beschreiben. Sie ist wirklich, wirklich eine schöne Hose. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die darf ich natürlich nicht vergessen. Das heißt, die ist wirklich schön. Gefällt mir gut. Das Einzige, was ich schwierig finde, bei diesem, wo es auf der Seite zu machen ist, man weiß nicht wirklich, wo hinten und wo vorne ist bei der Hose. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erwischt. Kann auch sein, dass ich es falsch erwischt habe. Aber sieht jetzt mal nicht so schlecht aus. Aber gut, die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich weiter bei euch und sorry für das kleine vergessene Hose, aber jetzt war sie noch im Video dabei. Also grundsätzlich bin ich einfach ein wirklicher Fan. Ich muss sagen, sie haben mir richtig gut gefallen, die Hosen, und es ist definitiv ein Daumen hoch. Es gab ein paar, die mir nicht so gut gefallen ist. Ich würde einfach empfehlen, vielleicht einfach auf die Materialien zu gucken, dass man einfach weiß, was drin ist. Das wäre vielleicht nicht schlecht auch bei mir gewesen. Jetzt muss ich nur gucken, die Lichter hier machen mich ganz komisch. Aber sonst muss ich einfach sagen, was ein Volk. Und ich hasse Hosen kaufen. Ich hasse es, Hosen zu kaufen. Und wenn ich das online machen kann und es schnell geht und ich ein paar neue Hosen habe, die nicht teuer waren, und wenn sie kaputt gehen, ist es mir egal, ist das für mich definitiv das Geld wert und auch die Zeit wert. Also da freue ich mich jetzt definitiv über die neuen Hosen. Und ich werde definitiv ein paar davon wirklich regelmäßig benutzen. Manche muss ich noch gucken, aber grundsätzlich, vor allem die hellen Hosen waren eigentlich alle ein Hit. Es war dann nur bei den schwarzen, waren ein paar schwarze Schafe dabei, muss ich sagen. Aber gut, meine Lieben. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Bin noch gespannt. Sagt mir natürlich noch gerne, was ihr noch für Videos bezüglich Temu sehen wollt. Lasst mich das gerne wissen. Aber jetzt würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo gibt es ein weiteres Video von mir. Könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und euch super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich, von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!